Natürlich kann was passieren. Gibt es irgendein technisches Bauwerk oder Machwerk, wo noch nie was passiert ist? Hier steht alles, was dann zu tun ist. Können Sie sehen, es ist hier sehr viel zu tun. Packen Sie ein Notgepäck für 2 bis 3 Tage. Es ist für jeden Einwohner so ein Blister dort und es muss nach Möglichkeit vor dem Störfall angenommen werden. Russische Roulette-Spieler sind das, weil es ja um Wahrscheinlichkeit geht. Denn das, was heute hier anfängt, werden wir jahrelang machen müssen. Wir waren ganz an und für sich ja ganz konservative Bürger. Wir haben den Alltag so ohne Aufregung erlebt, bis dahin. Jedenfalls ich habe ja eigentlich an den demokratischen Rechtsstaat geglaubt, seiner Zeit. Ich habe meine kleine Windmühle mit 150 kW. Es gibt überhaupt kein Versorgungsproblem. Es muss nur gemacht werden. Man muss zeigen, dass das anders geht. Es hat keinen Zweck, wenn wir uns hinsetzen und theoretisch diskutieren. Wir müssen zeigen, dass das auch praktisch geht. Die Menschen sind verunsichert, auch in der Stadt Koriyama, 50 Kilometer entfernt von Fukushima. Es ist ein Irrtum zu glauben, dass irgendwelche Politiker das für uns machen würden. Wir haben das schon mehrmals erlebt. Wir müssen es machen. Immer wieder.